Hallo zusammen, hier ist wieder Tila und schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir aus einer kleinen Rätselkiste rauskriegen. Und das habe ich mir schon einmal geholt. Das schimpft sich einmal lohnende Schattenflammenglut. Und wo kriegt man das her? Naja, ich befinde mich einmal hier in der Höhe, in der Zaralek-Höhle auf den Koordinaten 28, 48. Und hier hinten unter der Brücke an dem Lava-Wasserfall gibt es eine Truhe. Die habe ich jetzt eben schon mit dem Char hier gelootet. Ich kann sie euch aber nochmal kurz mit dem Twink zeigen, den ich hier auch schon geholt habe. Und ihr seht, hier haben wir die lodernde Schattenflammentruhe. Und wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich die nicht aufmachen, weil die Schattenflamme zu stark ist, um sie zu ertragen. Also heißt, wir brauchen da irgendein Mittel, um diese Kiste quasi öffnen zu können. Und dieses Mittel kann ein Lederer uns bauen. Es gibt nämlich aus dem Classic-Bereich einen Umhang, den man craften kann. Und der schimpft sich Onyxia-Schuppen-Umhang. Und der schützt uns vor der Schattenflamme. Den hat man damals in Classic gebraucht. Und auch jetzt kann man den wieder gebrauchen, um dementsprechend diese Truhe hier zu öffnen. Wie gesagt, den kann einfach ein Lederer herstellen. Kostet nicht sonderlich viel. In der Herstellung könnt ihr aber auch aktuelle Maha kaufen und ja, dann einfach die Kiste öffnen. Sobald wir das getan haben, können wir das Toy rauslooten. Das ist zu 100% drin, soweit ich weiß. Und ich würde sagen, das lernen wir jetzt an der Stelle mal und probieren das einmal aus. Also, was macht das? Hüllt den Zaubernden 10 Minuten lang in Schattenflamme. Und das setzen wir jetzt mal ein. Und jetzt wären wir so komisch lila. Ich habe jetzt hier noch diesen Makura-Buff drauf, deswegen sieht man es jetzt hier nicht ganz so gut. Aber die Toys sind ja alle Battle.net-Account gebunden und deswegen können wir das jetzt hier auf dem Hunter auch noch einmal einsetzen. Lodernde Schattenflamme, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ah ja, okay, also der wird einfach genauso so ein bisschen lila-mäßig. Sieht ganz cool aus mit den Effekten auch noch. Hat tatsächlich was. Und ja, das Ganze hält 10 Minuten lang und hat eine Abklingzeit von insgesamt einer Viertelstunde. Also ihr könnt es 10 Minuten drauf haben, 5 Minuten nicht, 10 Minuten drauf haben, 5 Minuten nicht. Ist ganz nett. Ja, das war es eigentlich schon wieder, was ich euch hier zeigen wollte. Und damit sind wir mit dem kleinen Toy Guide wieder durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.